Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, bei einer ersten Folge, wohlgemerkt von Outlaw of the Old West. Ui, da gab es einen Fisch. Your connection to the host has been lost. Okay. Wieso denn das? Fate load. Okay. Wieso denn das jetzt? Das ist ein offizieller Server, das muss gehen. Probier doch mal. Fische und Enten. Sehr schön. Ja, irgendwie will er nicht beitreten. Das ist schade. Ich hätte gern mal auf einem offiziellen Server mitgespielt. Anscheinend scheint das nicht so optimal zu laufen. Hier gibt es noch private Server, PvE, PvP-Server. Ja, naja. Auf jeden Fall, dieses Spiel ist ein Western-Spiel, wie die Atmosphäre natürlich schon vermuten lässt. Wir fahren uns übers Haar und schlüpfen unseren Hut über den Kopf und ja, und bei den Privaten, die sind halt, der ist Senti22, der ist bestimmt auch mit Passwort versehen, damit nicht jeder drauf joinen kann. Ich gehe mal auf Official, mal gucken, was da so kommt. Hier, Original. Ach, das hatte ich gerade probiert, das funktioniert nicht. Aber 20 sind drauf, also es muss ja irgendwie funktionieren. Oder es funktioniert generell nicht ganz so gut. Das Join auf Servern, denn wir haben hier eine Early Access Version. Und ja, die gibt es auf Steam. War runtergesetzt auf 12 Euro ein paar zerquetschte. Wenn das Spiel voll rauskommt, wird es etwa für 30 Euro erhältlich sein. Yay, wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, geht's mal los in die Charakterstellung. Ich habe da sehr viel Lust drauf. Wir können Pferde ziehen, wir können eine Farm bauen, wir können Häuser bauen, wir können fischen, wir können jagen, wir können alles Mögliche, was so ein Survival-Spiel halt kann. Ja, wir haben spezielle Einflüsse, Stamina, Leben, Temperatur, die uns zu schaffen machen kann. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, so vom Setting her auch. Und ich finde auch die Grafik, naja, die ist jetzt nicht ganz so gut, aber ich finde schon, dass sie gut ist, wenn man es schön hochstellt. Und ich meine, das wird ja alles noch performanter, denke ich mal auch. Dann kann man das auch, ein bisschen höher stellen, als es momentan ist. Und ich habe schon reingespielt. Ich finde es eigentlich sehr hübsch und deswegen machen wir heute mal eine Folge zusammen. Ja, wir wählen erstmal das Geschlecht auswählen. Wir haben immer Standardgesichter leider. Also hätten wir halt hier hätten wir halt den Mann, hier hätten wir die Frau. Wobei ich finde hier dieser Ganzkörper-Pyjama bei der Frau wesentlich besser aussieht als beim Mann. Dann können wir hier Profession auswählen. Entweder wir wären so ein... Ach, wie heißt das? Hausbauer? Nee, Hausbauer auch nicht. Wie heißt das? Zimmermann? Zimmermann heißt das, glaube ich. Oder wir wären Farmer. Und ich glaube, so viel Unterschied macht das momentan noch nicht, was man da ausgewählt hat. Vielleicht hat man bestimmte Vorteile bei dem einen bzw. bei dem anderen. Ja, also weiter im Text. Wie gesagt, man kann es eigentlich auch als Ark bezeichnen, also als Ark im Western-Gewand, können wir es nennen. Denn es ist nämlich auch von Snail Games und das sind ja, wie bekannt schon, die Entwickler auch von Ark und Atlas gewesen. Beziehungsweise, ja. Genau. Und dementsprechend hat es aber eigentlich schon ganz gutes Potenzial, also finde ich. Also für eine Early ist es schon recht gut aufgestellt. Wir haben zwar noch manchmal ein bisschen Performance-Probleme und auch das Balancing von bestimmten Schadenszahlen und sowas ist noch nicht ausgeglichen. Also zum Beispiel macht das eine nicht mehr Schaden als das andere oder wenn ein Wolf angreift, macht das auf einmal irgendwie gar keinen Schaden. Manchmal doch sehr viel. Also ja, es ist noch nicht ganz so optimiert, aber wenn das mal so wird, wie es kommen soll, dass man Pferde züchten kann, auch seine Schafe züchten kann und was weiß ich nicht und sich Städte aufbauen kann,
als wie Bandit als auch als Sheriff mehr oder weniger eine Stadt verteidigen kann, die mit anderen Spielern aufgebaut wurde, dann finde ich das schon ziemlich interessant, das Szenario. Ich werde Farmer, habe ich mir gerade beschlossen. Gender ist klar. Haare, gut. Name werde ich mir dann noch aussuchen, denke ich mal. Wir können entweder gar keine Haare haben und dann gibt es ganz viele verschiedene Frisurtypen. Wir können ja auch mal Zoom-in machen. Ach, guck mal hier, mit netten Zöpfchen. So ein Flechtzopf. Ach nee, doch nicht, ist gar kein Zopf, ist ein Pony. Okay. Ich nehme alles zurück. Dann gibt es hier noch so fesche Frisuren. Ich finde, an den Langhaarfrisuren müssen sie noch arbeiten. Die kommen dann gleich. Das ist ja fast hier mein Haarschnitt, ne? Momentan. Dieser Pixie. Fransenhaare. Sieht auch ganz cool aus. Und von vorne nicht so unbedingt. Ne, und wir haben halt. Oh Gott, das sieht schlimm aus. Das geht gar nicht. Ja. Und ich könnte mich hier jetzt schon wieder austoben. Aber so viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Wir haben zwar unendlich viele Haartypen, die wir uns. Das sieht schön aus. Unendlich viele Haartypen, die wir uns da aussuchen können. Aber halt beim Gesicht können wir nichts umstellen. Das ist halt schon vorgegeben. Rote Augen. Nehmen wir so grüne Augen. Skin Color. Oh. Oh ja, ganz blass. Ja, richtig schön ist das. Oh je. Ich glaube, ich werde das nehmen. Da sieht es noch irgendwie am natürlichsten aus. Dann können wir hier die Haarfarbe auswählen. Was ich schön finde, ist, dass es halt alles ganz natürliche Haarfarben sind. Ich nehme schwarz. Ja, ich nehme schwarz. Okay. Also ich könnte ja jetzt hier nochmal die Haare zeigen. Ich glaube, das war 22 oder so. Ah, hier wird es langsam lang. Das ist die 17. Hier gibt es noch so einen Lockenkopf. Das ist eigentlich auch ganz nett. Wollen wir das nehmen? Haben wir halt mal lange Haare. Der ist ja auch süß. Den nehme ich. Der ist cool irgendwie. Gut, okay. Dann haben wir hier noch die Bekleidung. Die können wir auch in verschiedenen Farben wählen. Ich glaube, ich nehme mal weiß. Da habe ich Lust drauf. Dann sieht das so aus. Und dann würde ich sagen, da braucht man noch einen First Namen. Oh Gott. Was sind denn so im alten Westen so. Oh, es ist Nacht. Was sind denn da so. Ein Tag ist vergangen. Was sind denn da so gängige Namen? Lucia. Keine Ahnung, ob Madeleine da so gängiger. Wir machen mal einen Jackson draus. So, dann mal Start Game. Hallo.
jetzt. Da schreit uns schon ein Bärchen an. Und wir starten in der Nacht. Na, das ist ja wunderschön. Wo sind wir hier eigentlich? Ah. Hallo? Lässt du mich raus? Klappe. Ich habe keinen Bock, hier mit drin zu sitzen, ey. Es ist voll doof. Voll die Schönheit. Ich würde mir versuchen, so ein bisschen den Western-Slang anzueignen, aber ich glaube, das könnte problematisch werden. Ja, ich sehe so gut wie gar nichts. Wo bin ich hier eigentlich? Guck mal auf die Map. Oh Gott, hier unten? Ja, das ist ja eigentlich schon fast in der Wüste, wenn ich mir das so richtig angucke. Aber wir sind am... Ist das hier ein See oder ein Fluss? Das ist ein See. Das ist ja toll. Das finde ich ja mal direkt schön hier. Kann man das sammeln? Nee. Ich sammle erstmal ein paar Sachen und dann zeige ich euch das Inventar und wie alles so ein bisschen funktioniert. Es ist eigentlich relativ intuitiv gemacht wieder. Interagieren tun wir mit E. Wieso kann ich das hier nicht? Das kann man wahrscheinlich nur mit der Hacke bearbeiten. Sieht schön hier aus. Aber hier ist keine Vegetation, hier können wir nichts sammeln. Ein Pferdchen! Guck doch mal! Das erste Mal, dass ich hier im Spiel ein Pferd sehe, die sind relativ selten. So ein eine Windhose oder was? Macht das Schaden? Nö, anscheinend nicht. Ah, den konnten wir aufheben. Da können wir auch noch was aufheben. Die Braunsteine können wir nicht aufheben. Gott. Schön karg hier. Ich glaube, ich laufe wieder ins Grüne. Da findet man mehr. Da hat man mehr Ressourcen. Hübsches Pferdchen. So ein... Ja, ich weiß nicht, wie nennt man es? Grauschimmel? Ein Paint Horse ist es ja nicht. Paint Horse sieht nochmal, glaube ich, ein bisschen anders aus. Und diese Flecken. Faustenbäume geht nicht, ne. Da brauchen wir tatsächlich eine Axt. So viel mehr Vegetation ist hier aber gefühlt auch nicht. Interface ausblenden für Fotos kann ich auch nicht. Naja, wir werden es ja sehen. Gut, jetzt wird's hell. Das ist auch schön. Gefühlt ist es hier genauso karg wie auf der anderen Seite irgendwie. Ach, Steine, sehr gut. Nase. Okay, gucken wir mal, was wir uns bauen können. Eine Axt vielleicht? Ja, und das war's auch schon. Ja, hier ist unser Inventar. Hier hat man hier zum Beispiel Stein. Das ist unser Cotton. Und das ist unser Plant Fiber. Und hier haben wir gerade unsere Axt gebaut, die wir uns ganz chillig hier unten in die Schnellleiste reinziehen können. Es gibt verdammt viel zu craften, habt ihr ja gerade gesehen. Hier Fackeln.
primitive Speere, dann richtige Steinspeere, Bolas, Slingshots, Bogen, Pfeile, Campfire, hast du nicht gesehen, bis zu ganz ausgefallenen Sachen, wie zum Beispiel so ein Waggon hier, so ein Pferdewaggon, Sättel für Pferde und so weiter, Tränken für Pferde, Anbindepfosten für Pferde, ja, Klamotten, die man sich aber alle aus diesen Werkbänken bauen kann. Also das ist eigentlich schon mal gut sortiert so an sich, dass man von den ganzen Engrammen nicht gleich erschlagen wird. Hier oben sieht es ein bisschen grüner aus. Ich kann die Musik eigentlich mal ein bisschen lauter stellen, ne? Gameplay, Audio, Master Volume, Ambient und Music Volume. Das ist ja alles schon oben. Okay, alles schon komplett nach oben gestellt. Das würde ich mit der Axt nicht bearbeiten können. Nee, das ist ein Kohlefelsen. Aber hier den Bauch können wir schon mal bearbeiten. Ja, und so haben wir den quasi eigentlich schon abgeerntet, weil mehr kriegt ihr da raus. Und manchmal ist das buggy, da zeigt es euch nicht an, dass ihr da was erntet. Aber ihr seht es hier, 25 Holz haben wir gerade rausgekriegt. Hier unten ist unser Gewichtsbalken. Der steht gerade bei 1,3%. Da haben wir ordentlich zu tragen, glaube ich. Also es ist momentan noch nicht geweigt oder sowas. Gucken wir mal, können wir jetzt schon wieder was Neues bauen? Sowas, auch ganz wichtig. Sowas und sowas. Bola. Wenn ausrüsten können wir die eh nicht, glaube ich, nehmen wir sowieso erstmal den Speer nur. So, Picke, Fackel, so, für den Speer hat es nicht mehr gereicht, oder wie? Ne, schade, was brauchen wir da? Holz, was wir haben, Stein fehlt noch. Gut, da haben wir ja hier, die kann man nicht aufheben. Ah, hier. Oh. Bei Bisons müsst ihr aufpassen, die gucken euch erst an und dann werden sie aggressiv. Aber den Stein werde ich mir trotzdem holen. Ah, da gucken die schon so. Hier ist noch ein bisschen Cotton. Gar nicht zu gucken. Ich fälle hier nur. Oh, das ist geräumt. Wollte ich gar nicht. Ah. Seht ihr, der guckt immer noch zu uns. Ist immer so das erste Warnzeichen, wenn er so guckt. Da hat er schon irgendwas vor. Von hier oben könnte man schön mit Pfeile draufzimmern. Kommt der jetzt auf mich zu? Oder bin ich jetzt außer Sichtweite oder was macht der da? Steine fehlen. Okay. Hier drüben geht's weiter. Sachen könnt ihr abfahren, wenn da so ein gelber Rahmen drumherum erscheint. Seht ihr jetzt hier, das leuchtet so gelb dann. Wehe, du latscht mir hinterher, da habe ich gar keinen Bock drauf. Freundchen. Oh, so viele Büsche. Die kann man aber nicht ernten, oder? Nee, nee, kann man nicht. Schade. Was? Irgendwo ist hier was.
Da ist eine Ziege. Die hängt fest. Oh nein, nicht weglaufen. Hä? Ja, irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Voll gut. Rawhide hätten wir jetzt auch schon. Einwandfrei. So, dann vergeben wir mal Punkte. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Ausdauer. Und das war's auch schon. Da haben wir mehrere Punkte, die wir vergeben können. 4 Stück genau. Wieso tut sich jetzt bei mir der Chat auf? Aber weiß das so genau. Keine Ahnung warum. Ich tippe echt nichts. So, das sind natürlich zu cool Felsen, genau. Ich weiß gar nicht, wie viel man die braucht, aber haben besser als nicht haben, ne? Ja, würde ich fast sagen. Ist eigentlich schon wieder fast eine Folge voll, ne? Wow. Ja, jetzt haben wir es geschafft hier. Hier hinten. Ist ein bisschen mehr los. Ich würde mich mal ein bisschen nach unten vorarbeiten, damit wir nicht so weit vom Fluss entfernt sind. Obwohl, Durst ist eigentlich nicht so schlimm. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir keinen Fallschaden kriegen können und hier freudig rumspringen können. Passiert nichts. Schafi. Nee. Das ist ein Puma. Hey. Oh, die haben sie aber echt was gezogen. Na ja, gut, wenn er wegrennt, soll er machen. Das ist mir jetzt wurscht. Ein Puma. Ich habe auch noch nicht gesehen. Gucken, ob er wiederkommt. Manchmal sind die so doof. Ne? Sieht gut aus. Was haben wir da? Ein Hirschbock? Ein Steinbock. Na? Ich glaube, der greift an, ne? Wollen wir es mal wagen? Ja, Leben ist wieder voll. Also regeneriert sich echt schnell. Der greift wirklich an. Haha. Bleiben Sie stehen. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Eieiei, der ist echt schnell. Den hole ich nicht ein. Oh Gott, was ist das? Was ist denn das da? Ach, das ist auch so ein Berglöwe, okay. Gut. Zweites Mal muss ich mich nicht mit dem anlegen. Der hat ganz ordentlich gezogen. Hier wird doch eigentlich auch schön, ne? Gibt es übrigens auch Äpfelbäume, die ihr abernten könnt, wenn ihr da sowas findet. Gut. Huch. Was ist denn das? Eine Hase? Ich glaube, da unten gibt es einen Fluss. Ich glaube, den werde ich jetzt mal ansteuern.
Weil hier oben ist, glaube ich, zum Baum auch ein bisschen schräg. Man könnte es jetzt an so einer Anhöhe hier probieren. Also wesentlich mehr los mit Tieren. Ich glaube, in der Wüste zu bleiben macht nicht viel Sinn, um sich aufzubauen. Haben wir hier wieder Kohlefelsen, ne? Jawohl. Rawhide und Rolle. Rolle. Ja, das war ergiebig. Die müssen wir echt öfter schlachten. Es regnet. Oh, unser Wasser ist wieder aufgefüllt. Sehr gut. Luft wollte ich jetzt auch nicht unbedingt bauen. Welche Steine kann ich denn nur abbauen hier? Die großen auf jeden Fall nicht. Gehen wir hier auf den Berg. Mal wieder Überblick, wo wir hier sind. Es wird dunkel. Gefällt mir gar nicht. Kohle. Ach, den Ofen vielleicht. Das kann sein. Die Kohle. Den hier kann man, glaube ich, abernten, ne? Ja. Juhu, Steine. Sehr schön. Optimal. Hier baue ich. Hier schön. Hier habe ich Fasern, hier habe ich Steine, hier habe ich Kohle. Ich habe hier eigentlich alles. Und unten ist Wasser. Ein Pferdchen habe ich auch. Guckt mal. Du bist hier hübsch. Lass dich nicht vom Wolf jagen. Gefleckt. Braunweiß gefleckt. Hübsch. Wisst ihr, kann man sogar näher an die rangehen, wenn man ranrobbt. Schön. Ja, würde ich sagen, baue ich hier hin. Habe ich einen schönen Blick. Sehr gut. So, und dann würde ich sagen, Baufolge in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich würde euch ja gerne angucken, aber es geht nicht. Tschüssi.